des Ringens als Herr der Ringe, Virgilius Alekna. Erster Versuch. Was für ein Pfund. Ran an die 70. Zweimal Olympiasieger, zweimal Weltmeister. Und im Übrigen mit Lars Riedel ganz gut befreundet sogar, sagt Lars Riedel selbst. 68,67 Meter. Also wenn man muss gar nicht so mutig sein, man könnte ihm eigentlich jetzt schon gratulieren. Das ist der Mann, der hier ganz sicher auf einer Medaille jetzt schon hängt, Lars Riedel. Aber er kann es davon, er kann unter den besten 30 platzieren, wenn alles zusammenkommt. Zweiter Versuch des führenden Virgilius Alekna aus Litauen im Diskuswurf. Noch einsame Klasse, noch einmal so ein Versuch, so weit etwa wie der erste. Er hat die Konkurrenz ganz schön geschockt. Der erste Kanter und dessen Landsmann Tammert zeigten sich beeindruckt und warfen nur 61 bzw. 62 Meter. Das heißt, die beiden Deutschen Möllenbeck und Riedel sind derzeit hinter ihm auf Medaillenplätzen. Aber da wird sich sicherlich noch einiges tun. 67, 63, keine Verbesserung für den Nachfolger von Lars Riedel, der seinen Versuch eben hatte, allerdings ungültig seinen zweiten. Obwohl es in dieser Saison gar nicht so toll läuft wie in der letzten. Versuch für Virgilius Alekna, den führenden mit 68,67. Tolle Serie. Vier Würfe über 67 Meter. Der war auch weiter, 67,37, allerdings keine Verbesserung. Er spürt den heißen Atem des ersten Kanter im Nacken. Da wird es noch spannend. Neuer König hat wieder Interviewpartner. I'll be back.